Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Mühlenkreis Mittelland. Ja, ich hatte gerade Spielabsturz. Ich hab schon ein Video fast fertig gehabt. Weg. Schön, danke, danke, danke. So, also lange Rede, gar keinen Sinn. Alles wieder von vorne. So, wir müssen pressen. Die Dreschken. So, und dann hatte ich mir überlegt, wir nehmen das Gebäude von der Dürenrot mit rein, den Kuhstall. Ne? Und danach ist mir das Spiel weggeflutscht. Kein Plan, warum, ne? Also, ich weiß es nicht. Kann wahrscheinlich an so einem Dashboard liegen, ne? Auf dem Marsch hatte ich das nämlich, ja. Die Marsch mag nämlich auch keinen Sim Dashboard. Wahrscheinlich müssen wir das hier auch rausnehmen. Ich habe keinen Plan. Weil, wegen, weiß nicht. Mittendrin, plopp. Ja. Wir müssen gleich eben den IAC zum Hof fahren, aber ich wollte noch pressen, weil wir auch Tiere kaufen wollten. Und deswegen brauchen wir Stroh. Und damit wir das nicht zukaufen müssen, können wir schon mal eine Runde Presse fahren. Ne? Dann müssen wir eben den Wagen wegbringen. Weil Drescher muss gleich erstmal sich wieder abtanken. Ne? Ich habe jetzt auch selber abtanken eingestellt und beim Laden anhalten, ne? Damit ihr da nicht immer hinterher wuseln müsst, also ganz ehrlich. So, jetzt nochmal von vorne. Oberkirchheim habe ich jetzt erstmal aus Projekt rausgenommen, liebe Leute, ja. Es ist so ein bisschen auch manchmal in letzter Zeit Zeitmangel. Ja, weil wegen, ja, ein bisschen mehr zu tun und dies und das. Und, einfach zu viel. Was heißt zu viel? Aber ich habe die Oberkirchheim jetzt rausgenommen. Es wird in nächster Zeit erstmal kein 8 Uhr Projekt geben. Weil wegen, ja, zu wenig Zeit. Es ist einfach im Moment zu wenig Zeit. Es sind noch viele andere Sachen immer. Dann ist dies, dann ist das, dann ist jenes. Ein 8 Uhr Projekt. Manche haben schon gesagt, oh Svenny, so spät auch noch ein Projekt. Ist erstmal jetzt raus. Kann sein, dass die Mühlenkreis Mittelland um 8 Uhr demnächst kommen wird und der LS 17 um 16 Uhr wieder komplett den Platz erhält. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber im Moment möchte ich mir das jetzt so ein bisschen erstmal vorbehalten, da gar nichts zu machen. Weil ich dann auch mehr Zeit für die ganzen anderen Projekte habe. Und die Oberkirchheim ist für mich die erste Map, die rausgehen kann. Muss man halt so sagen, wie es ist. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass die erstmal raus ist. Ne? Und das andere wird sich zeigen, wenn es jetzt wieder mal ein bisschen ruhiger wird. Im Moment ist echt viel mit Arbeiten und hier so zu Hause. Dann Termine hier und da und hast du nicht gesehen und willst auch gar nicht alle immer wissen. Und mir geht dann halt die Zeit aus. Ich sitze oft bis 5, halb 6 am Computer. Was ihr gar nicht so wisst oder nicht mitkriegt. Ich komme um 22:15 nach Hause, spätestens 00:30, 01:15 sitze ich am Computer, mache wieder was. Und bleibt im Moment das alles so ein bisschen auf der Strecke, weil ich gehe eigentlich spätestens 19:30 ins Bett, weil ich morgens früh aufstehe und ich brauche meinen Schlaf. Na klar, guckst du im Bett noch eine halbe Stunde Fernsehen und dann bist du weg. Ich zumindest. Bei den Medikamenten, die ich abends nehme, die Elefantendröhnung, dauert das nicht lange. Okay, ich nehme die auch 1,5 Stunden vorher, damit die auch wirken, ne? Aber dann wisst ihr, wie viel Freizeit ich dann hinterher noch habe. Und dann muss ich ja noch essen und dies und das und Pattische und willst du nicht und 5 Minuten Fernsehen und willst du auch ganz gerne abends mal gucken, wenn es denn klappt. Und deswegen ist jetzt erstmal 8 Uhr raus. Weil bis der Garten da draußen alles fertig ist und dies und das und müssen wir das jetzt erstmal so machen. Tut mir zwar auch leid für euch, aber manchmal muss ich auch leider sorgen. So, Svenny, jetzt denk mal an deine Gesundheit und so. Nur, dass ihr das versteht. Und lieber Paddy, ich möchte auch erstmal an dich nochmal vielen lieben Dank sagen für das Angebot, mir hier einen Hof zu bauen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre. Das rechne ich dir auch hoch an. Aber ich möchte meinen Hof erstmal so lassen, wie er ist, ne? Weil ich muss das ja auch lernen, selber Höfe zu bauen mit einem Ingame-Tool. Und deswegen würde ich ihn erstmal so lassen. Aber trotzdem vielen Dank für das Angebot. Und liebe Leute, guckt doch gerne mal bei dem Paddy auf dem Kanal vorbei. Der hat auch guten Content. Ist, glaube ich, auch Konsolenkanal mit und PC-Kanal. Und ich finde, das ist für die Konsoleros so hier bestimmt auch interessant. Und dann gibt es auch immer neue Sachen zu sehen und dies und das. Deswegen guckt doch mal rein, lasst einen lieben Gruß von mir da
Wenn ihr Bock habt, auch ein Abo. Ne? Wird er sich bestimmt auch freuen. Ja, genau. So, haben wir das. Wir müssen IRC zum Hof bringen. Aber ich speichere jetzt nochmal. Nicht, dass gleich schon wieder alles weg ist. Das war das. Oberkirchheim hatte ich gesagt, ne? Das habe ich gesagt. Genau, so war das. Das haben wir. Richtig, richtig, richtig. Ich glaube wohl, ne? Ich weiß es nicht mehr. Nee, heute ist auch nicht so mein Tag. Ich habe mich heute erstmal mit meinem Anleiter auseinandergesetzt, wie das jetzt mit meinem Urlaub ist und wie die das da handhaben wollen und so. Und dann habe ich auch gesagt, ich möchte das auch gerne mal so wissen, dass ich das verstehe, ne? Weil wegen, ja, ich war ja lange krank. Und deswegen hast du auch noch so viel Urlaub. Und genau, du Bienenpflücker. Warum habe ich denn wohl sonst noch so viel Urlaub? Wahrscheinlich, weil ich jedes Mal Urlaub kriege, wenn ich Urlaub möchte oder so. Habe ich aber nicht gesagt, habe ich auch nur gedacht. Ist halt so. Ist halt... Manchmal ist das so auf der Arbeit, wenn du arbeiten... Ist so. Ja, und dann haben wir das geklärt. Mein Urlaub geht nicht weg, weil der eine Anleiter sagt, du musst ihn bis zum Jahresende eigentlich genommen haben. Der andere hat gesagt, nö. Und dann... Kann ich meinen alten Urlaub erstmal mit rübernehmen, den ich dann nicht nehmen werde und der muss dann bis zum nächsten Jahresende dann meinen Urlaub weg haben. Ich sag, das ist eine Aussage, da kann ich mit leben und dann ist das für mich in Ordnung. So, weil jetzt ist Arbeit da und sonst hast du oft Torge, da kommst du zur Arbeit, da hast du gar nichts zu tun. Oder irgendwelche Bienenpflücker arbeiten, die dir nicht mal deinen ärgsten Feind finden, sagen wir es mal so, ne? Wisst ihr Bescheid. Und deswegen mache ich jetzt noch. Gehe ich noch arbeiten. Eine Woche vor Weihnachten gehe ich in Weihnachtsurlaub. Und die erste Neujahrwoche bin ich, also die erste Januarwoche bin ich dann auch noch zu Hause. Und nehme dann 10 Tage alten Urlaub mit ins neue Jahr. Und da sie uns ja jetzt 5 Tage geklaut haben, sozusagen, weil die Brückentage ja jetzt auch bei uns auf dem zweiten Arbeitsmarkt als Urlaub angerechnet werden, die sie uns vorschreiben, wann wir die zu nehmen haben. Sind 8 Tage Urlaub weg. Ja, alles klar, ne? Weiß Bescheid, ne? Also selbst auf dem zweiten Arbeitsmarkt mit Behinderungen oder mit Behinderten wird da auch schon gemacht, was sie wollen. Und das ist... müssen wir uns nichts vormachen. Brauchen wir uns auch nichts vormachen, ne? Das ist, wie es ist, aber das habe ich schon mal alles geklärt. Das war ich auch mal gut zufrieden, dass man das auch mal erledigt hat. Man weiß Bescheid. Und nicht so, ja, eigentlich müsst ihr Urlaub nehmen, aber, weißt du, kennt man ja, ne? Aber das ist auch erledigt. Ich nutze das gar nicht, ne? Obwohl ich das da habe. Nochmal als Svenny halt. So, da haben wir. So, jetzt müssen wir auch pressen. Wir haben auch noch mehr Felder hier, ne? Wir müssen auch noch Maschinen kaufen und Tiere. Und guck mal, wir haben das größte Feld, haben wir aber zum Glück bald runtergebissen, ey. Das ist auch eine Riesenecke. Da haben wir Gras. Da haben wir auch Gras. Wir hatten doch noch 2 Grasflächen, nur da haben wir die gar nicht gekauft. Haben wir nur 2 Grasflächen gehabt? Ist ein bisschen bornig wenig, ne? Haben wir echt nur 2 Grasflächen? Nee, das ist zu wenig. Da kommen wir längst nicht mit hin. Da müssen wir aber noch 2 dazu kaufen hier. Die auf jeden Fall kaufen. Ja, dann nehmen wir halt die noch dazu. Kaufen. Okay, das ist viel zu wenig Gras. Merkt man ja jetzt immer mehr. Mit Mais Plus brauchst du ja echt Grasfläche. So, ich speichere nochmal zwischendurch, ne? Sicher. Mit dem mir das gerade abgeraucht ist. Oder es kam, weil ich mit dem Dürenrot-Objekt da so rumgewuselt habe. Ich habe erst überlegt, den bayerischen Kuhstall wegzumachen und den Kuhstall von der Dürenrot dahin zu setzen, aber da werden wir einige Probleme da an den Hof kriegen, ne? Müssten wir erst Bäume wegkreuzen und die Fläche noch daneben kaufen, obwohl die könnten wir eben noch kaufen, ne? Das ist ja jetzt egal.
habe auch gar keine Position Forming Dinger gekauft. Hier, die kaufen wir noch. Ach, das sind Kartoffelkiss. Hier, die Fläche brauchen wir eigentlich noch. Oh, dann wird es aber mit Maschinen echt bohnig knapp, ne? Hier, Bodeninformation kaufen. Weil wegen, wir müssen ja auch noch Maschinen kaufen. Kohlen weg. Schikram, du. Schikram. Du machst ja deinen Job, ne? Dann geht auch tief. So ist das, liebe Leute, ne? Mal ordentlich Stroh zusammenkriegen. Ja, ich glaube, oh. Kannst dich auch nicht so sicher sein, ne? Wenn du das jetzt hier alle zusammen hast, ob das reicht. Puh. Nee, bin ich mir noch nicht so sicher. Schlepper haben wir auf jeden Fall. Wir haben unseren Huflader. Mehr brauchen wir irgendwie nicht an Schlepper, ne? Und wir haben den 1455, wir haben diesen hier, wir haben den 1255 und den Kramer. Das reicht allemal an Schlepper. Können wir jetzt noch den Deutz mit reinnehmen, den Freisichtschlepper, aber... Nee, müssen wir ja jetzt nicht in jedem Spiel schon haben, ne? Das wird auch dann irgendwann zu viel. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ne, ich glaub nicht, ne? Bin mir nicht sicher. Das Video lade ich gleich mal hoch. Da läuft, da läuft. Hier läuft, da läuft. So, im Dashboard läuft, ne? Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ich krieg's nicht besser hin mit der Webcam. Ich kann die stellen, wie ich will. Die macht immer so einen Bogen da auf dem Tablet. Von daher, besser kriege ich es mit diesem Dashboard nicht hin. Ich habe noch ein paar Apps draufgezogen. Zwei. Hier Glyphos. Habe ich nichts Besseres gefunden. Können wir erstmal drüber steuern. Ist Premium. Und hier Fan One. Die ist ganz cool, weil du da die Geräte schön mit steuern kannst, ne? Also das ist echt cool. Ja, und sonst... Ja, ich müsste halt eine Krone noch irgendwie... Aber ich will da auch nicht alles vollballern. Deswegen lassen wir das jetzt so. Was drin ist, ist drin. Und was nicht, dann nicht. Bin hier ganz ehrlich. Das wird mir zu viel High-Teach. Ich als Oldschool-Man. Alte Schule, ne? Bin nicht old. Doch, old bin ich auch schon, aber... Old School, alte Schule, ne? Dann wisst ihr ja, was das heißt. Ne? Richtig. Richtig. Alter, nein. Mit den Püschels gefällt mir der JCB richtig gut, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein Püschel-Fan, ne? Hier, Pflegebereifung drauf, dann läuft der Laden. Der läuft mit Pflegebereifung. Alter, nein, da fahre ich hier noch ein paar Jahre Strom. Und dann auch noch Quaderballen. Schikram. So, Einstreuer müssen wir kaufen. Mischwagen brauchen wir nicht. Wir füttern mit Ballentechnik. Also mit Ballen. Da brauchst du keinen Mischwagen. Kannst du sparen. Ja. Können wir den schon mal voll machen. Hinten ein paar Strohballen in den Kuhstall heizen. In den kleinen alten, das wird der Jungviehstall. Der große Kuhstall, da kommen die Kühe rein und dann läuft er. So ist der Plan. Ich weiß nicht, ob der aufgeht oder in eine Boxe geht. Da habe ich echt auch keinen Plan. Bin ja ganz ehrlich, ne? Da müssen wir jetzt mal so langsam hier Fuß fassen. Ne? Irgendwie bin ich auf dieser Karte noch nie angekommen. Ich bin auch ganz ehrlich. Also muss ich mich erst noch so ein bisschen dran gewöhnen an diese Karte. So ganz angekommen bin ich hier noch nicht. Ich
habe die im 19 habe ich nur ganz kurz gespielt. Da bin, weiß ich noch ganz genau, aber. So, ich muss hier erstmal ankommen. Mich zurechtfinden, Fuß fassen, eingerichtet sein, langsam loslegen. Und anderes geht im Moment noch nicht. Jedenfalls unterschätzt man hier die Flächen, ne? Sakundasche. Nur bei dieser Riesenfläche hier. Also wenn wir wieder drauf kloppen. Also die nächsten Flächen brauchen wir auf jeden Fall keinen Strom mehr fallen lassen. Das wird, glaube ich, zu viel. Da müssen wir erstmal sehen, dass wir das wegkriegen. Aber ernten müssen wir auf jeden Fall Vollgas. Vor allem auch Gras, ne? Aber da werden wir uns die Pöttinger Kombi kaufen. Können wir einmal mit Aufbereiter mähen, dass wir Grassilage kriegen. Oh, speichere mal lieber, Svenny. Ich weiß, ich glaube, die verträgt auch keinen Sinn, der Sport. Auf dem Marsch ist das auch so. Auf dem Marsch brauchst du nicht. Oh, abtanken? Firma der Hindu! Wie fährst du denn? Hast du einen gesoffen oder was? Alkohol ist nicht gut, Kollege. Das ist gar nicht so günstig. Kann ich aus Erfahrung sagen, ne? Kannst besser ein Sixpack Kaffee mitnehmen, ne? Danke, wie ein Sixpack Bier. Lass dich das gesagt sein. Ja, nein, der hat aber richtig an den Tee, wa? Shikram, du. Shikram. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, ne, dann würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Ja, und ein Abo würde ich auch nicht nein sagen. Würde ich mich echt drüber freuen, wenn ihr dann wiederkommen würdet. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!